Willkommen bei Tag 21 meiner Weiterbildung zum Social Media Manager, Content Marketing Manager, eigentlich Social Media, bla bla bla. Okay. Wir haben jetzt zwei, oder ich habe jetzt 2 Tage Texten fürs Web. Da, also nicht wundern, ich musste nebenbei jetzt noch eine Einstellung. Sicherung. Eine Sicherung, ich habe hier gerade ein Duplikat gemacht, weil morgen wird meine Homepage hochgeladen ins Netz. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss das erstmal hier alles hier sichern. Alles, was aktuell ist. Damit das auch funktioniert. Heute war Texten fürs Web. Nicht so ganz mein Gebiet, ehrlich gesagt. Aber ich lerne es ja noch. Da war zum Beispiel so ein Projekt mit einer Gitarre. Wir haben da Ideen reingebracht und einer hat aufgeschrieben. Ich muss mich da wirklich noch ein bisschen fortbilden, um zu schauen, ob das alles da funktioniert. Zum Beispiel Texten fürs Web. Nur ein Beispiel, Western-Gitarre zum Beispiel. Da war irgendwas mit Pullin' Points und so weiter, wo ich mir gesagt habe, auf Deutsch, bitte, Deutsch. Hier bin ich in Amerika. So, da hieß es dann, das sind so Art Punkte. Dann hieß es USP, TISA, und der ganze Mist. Ja, es sind Merkmale. Also sag ich mir die Überschrift, Merkmale, Punkte und Beschreibungstext aufgeschrieben. Den ganzen englischen Mist habe ich weggelassen. So. Welches zum Beispiel hier? Traditioneller. Was? Traditioneller. IBAMS, weil IBAMS, das ist die Gitarre, IBAMS, hat eine einzigartige. Oder ist eine einzigartige Western-Gitarre. Ein Rebell im Retro-Look. 2 in 1, eine akustische und elektrische Gitarre in einem. Gut. Wunderschöner, warmer und voller Sound. Um auf den Punkt zu kommen, das waren so die Punkte und wir hatten dann noch mehr Punkte. Wir hatten zum Beispiel auch hier eine Bustour durch Berlin und da bin ich sofort auf die 100er-Linie gekommen. Mit den Ideen, mit einer anderen. Und die dritte hat eben aufgeschrieben, die es so richtig gut kann. Ich muss mich da echt noch ein bisschen belesen und schauen und mal schauen, was so alles geht. Ja, Datensicherung. Ja, ich habe mir jetzt ein Duplikat gemacht davon. Hier. Weil morgen geht das direkt in Domain Union rein. Und das muss dann auch funktionieren. Ja. Also Texten fürs Web heute und morgen noch einmal mit Hintergrundinformationen und dann muss ich mal selber mich in die Hausaufgaben reinsetzen, damit ich das dann auch mit der Zeit ordentlich kann, denn ich möchte dann meinen zukünftigen Arbeitgeber ja dann auch was Gutes damit tun und von nichts kommt ja nichts. Man lernt ja nur, indem man es erstmal ausübt in dem Falle. Jo, naja, was soll's. Heute kann ich halt nicht so viel berichten. Morgen kann ich vielleicht mehr berichten für Texten im Web oder Texten fürs Web. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mal gucken, habe ich hier noch eine PDF offen? Ich kann ja mal gucken hier in D. Ah ja, hier, es waren hier die ganzen Übungen, um die mal zu zeigen. Hier ist zum Beispiel der Mähroboter, da haben wir uns den Mähroboter rausgesucht. Dann haben wir hier, mal gucken, das war diese, war es das? Weiß ich gar nicht. Warum macht er es auf dem, er ist am rechten Monitor. So, da hier. Das war das mit dieser Western-Gitarre, wo wir uns da einige Punkte aufschreiben sollten. Quasi eine Überschrift. Einen kurzen Merkmal in Inhalt und dann die Punkte dazu. Und zu dem Thema Hauptstadt Berlin haben wir uns dann quasi noch einen Beschreibungstext dazu geschrieben. Ja, es hat alles super funktioniert. Es war sehr theoretisch, aber diese Theorie ging heute sowas von schnell vorbei, weil man ja auch selber noch ein bisschen üben konnte. Aber ich musste mich erstmal reinfinden. Ich musste mir erstmal so eine Art
Bild machen, dass man erstmal wirklich eine Überschrift macht, dann die Merkmale, dann die Punkte und dann die Beschreibung. Damit das wirklich alles eine Reihe ist und damit man das auch wirklich alles reinkriegt. Da muss ich wirklich mir, muss ich mir nochmal Informationen reinholen, was sind so die Knüller, die Hammerworte, die sofort auffallen, die zum Thema passen. Heute werde ich das nicht mehr schaffen, wie gesagt, morgen 16 Uhr wird meine Homepage hochgeladen. Die ist gerade derzeit offline. Und ja, Sicherung beendet. Deswegen muss ich ein Duplikat erstellen, die Sicherung erstellen. Und jetzt muss ich nochmal gucken, ob das alles so passt. Wenn ich jetzt hier so reingehe, werde ich auch gleich mal sehen. Ich habe heute viel gemacht und so weiter. Also diese Fortbildung, Weiterbildung, die nimmt einen sehr in Anspruch. Die ist nicht ohne. Meine Frau, der ist das in der Sache egal. Die denkt, ich sitze nur am Rechner und drehe Däumchen und spiele mir am Puller. So nach dem Motto habe ich das Gefühl. Aber dass ich hier wirklich hier übe und lerne und mache und tue und damit das hier alles funktioniert, damit ich da vielleicht beruflich auch Fuß fasse, das kriegt die selber gar nicht mit. Ach Mensch, naja, so ist das nur manchmal. Wenn man sich selber macht, dann weiß man ja nicht, was da von Rattenschwanz dahinter steckt. Ja, ich lade mal die Seite hier. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, diese lokalen Server, die brauchen etwas länger. Das ist nun mal so. Na komm. Ja, vorhin hat er sich geöffnet, weil Windows das gesperrt hat. Verdächtige Seite, weil es offline war. Keine Verschlüsselung und so weiter, wenn da könnte ja jeder da irgendwie dabei stecken. Naja, muss ich erstmal Seite erstmal sagen, ja, erlauben, du darfst die Seite öffnen. Ich habe mich gewundert, warum hat er das nicht geöffnet? Warum hat er nämlich nicht auf WordPress gelassen? Aber dieses neue Update, das ist ja nicht ohne hier. So, jetzt gucke ich nochmal hier drauf. Ich hoffe, er macht es. Ich habe jetzt die ganze Zeit daran gearbeitet, dass dieser Link endlich mal funktioniert. Ich habe den selber eingefügt, hat nicht funktioniert. Weiß auch nicht warum. So, hat funktioniert. Gut, dann gehen wir jetzt mal die nächsten beiden Links. Mal gucken, ob das funktioniert hat. Und das ist dann zum Beispiel Texten fürs Web zum Beispiel. Man hat ja die Überschrift, Soziales und Berufsinformationen. Dann, also das ist die wirkliche Überschrift. Dann die Merkmale, individuelle, spontane Problembewältigung im Alltag. Das sind die Punkte. Was macht denn er jetzt schon wieder? Das sind die Punkte, also die Links. Und das ist dann zum Beispiel der Text zu einigen Sachen, der dann dazu gehört. Hier zum Beispiel, wie zum Beispiel hier. Überschrift, Merkmale, Punkte. Texten fürs Web kann man das hier nennen. Zum Beispiel soziale Möglichkeiten und Perspektive für Kinder in unserem Land. So, das sagt doch schon mal eins aus. Dann kommen die Merkmale, dieser Merktext. Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, muss man handeln und nicht immer reden. Diese Ideen wird in einigen Ecken in Deutschland einen sozialen Mehrwert geben. Was denkt ihr? Man sagt, man gibt eine Aussage und fragt auch gleichzeitig die Leser gegenüber und gibt darauf gleich eine Antwort. Was gibt es für Möglichkeiten für bestimmte Bevölkerungsgruppen, damit die sich wohlfühlen können? Das ist zum Beispiel Texten fürs Web. Das habe ich quasi unbewusst, ohne diesen Dings zu machen, erledigt. Und ja, nicht so schlecht. Hat funktioniert. Hier ist zum Beispiel, als Merkmaltext ist das so lange, das müsste kurz gemacht werden. Normalerweise ein Satz als Merkmaltext und dann kommen die Punkte und dann kommt die Beschreibung. Zwei Sätze sind wirklich das Maximale der Gefühle, damit das dann auch wirklich in den SEO-Text oder in diese SEO-Suche reinpasst, ohne dass die sich schneiden. Ach ja, ich wollte jetzt mal gucken, jetzt der Jobcoach, ob er den Link öffnet. Na, öffnest du? Ja. Super, passt. Und jetzt der letzte, der hat mich heute nicht funktioniert, nur morgen ist die Übergabe.
Und das muss morgen sitzen, das muss morgen funktionieren, die Links. Die funktionieren, die habe ich schon alle durch. Die funktionieren, die habe ich auch alle durch. Und das funktioniert auch. Das gefällt mir. Datenschutz gehe ich noch einmal rein. Das habe ich noch nicht geprüft. Als einziges. Da habe ich nur eingefügt. Gut. Funktioniert auch. Datenschutz perfekt. Und was will ich mehr? Die Seite steht. Die Seite ist fertig. So. Und jetzt freue ich mich auf morgen. Texten fürs Web habe ich hiermit angewandt. Wie man hier unten zum Beispiel, das ist das beste Beispiel, Texten fürs Web. Das ist das, was ich jetzt heute gemacht habe und morgen noch machen werde. So verschiedene Ideen. Und dann muss man mal gucken, ob das dann noch alles passt. Und ab Mittwoch ist dann zum Beispiel Messenger. Lasst mich mal lügen. Messenger Marketing oder Messenger Kommunikation, je nachdem. Die Kommunikation wird ab Mittwoch stattfinden für 3 Tage. Und da lasse ich mich echt mal überraschen, was mich da so erwartet. Wenn das jetzt so gut ist wie heute, freue ich mich dann drauf. Gut, ich danke erstmal fürs Zuschauen. Bis dahin noch. Tschüss. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.